I've been okay, I've been okay, okay. Freunde, im Bundesliga-Rückblick des 26. Spieltags. Bevor wir in alles reingehen, die Audioqualität sollte heute leider nicht allzu gut sein. Ich muss das Ganze ohne mein Mikrofon aufnehmen, denn ich hatte ein paar Probleme mit der auditiven Qualität. Ich weiß selber nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Deswegen ist morgen das Video auch ein bisschen improvisierter. Heute dafür mit schlechterer Audioqualität, da ich das Ganze auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen musste. Der ganze Rückblick hatte zwischendrin so kleinere Tonwechsel, Toncuts, wo dann plötzlich der Ton komplett weg war oder 30 Sekunden plötzlich ausgeblieben sind. Deswegen gibt es das Ganze heute nochmal neu aufgenommen. Ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, die Audioqualität sollte dennoch einigermaßen passen ab den nächsten Videos, beziehungsweise morgen, wie gesagt, noch mit inbegriffen ab den Videos von Donnerstag, sollte es dann wieder die gewohnte Audioqualität geben. Plan für die Woche, wie an jedem Montag. Heute gibt es natürlich den Bundesliga-Rückblick. Morgen kommt dann ein Trading-Special-Video zur Länderspielpause, beziehungsweise zum Ende der Saison. Es geht also darum, dass wir nochmal ein bisschen Geld im Saisonendspurt machen können. Das Ganze wird morgen um 12 Uhr kommen, ein kleines Trading-Tutorial. Und Donnerstag, ein Quatsch, es ist ja gar keine Bundesliga-Preview. Ja, ihr merkt, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht für den Upload-Plan. Das Ganze wird dann wie immer im YouTube-Community-Tab online kommen und natürlich in meiner Insta-Story. Also da könnt ihr dann einsehen, wann und wie und welche, wie auch immer, Videos online kommen. Am Mittwoch nehmen wir nochmal ein Kickbase-Bundesliga-Quiz auf mit Felix als Host. Also ich freue mich da extrem drauf. Das sollte wieder ein sehr, sehr geiles Video werden. Ich bin ehrlich, das Quiz vom letzten Mal kam nicht allzu gut an. Da kamen, glaube ich, nur so 800, 900 Klicks drauf insgesamt. Mittlerweile haben wir vielleicht die 1000 geknackt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinhören werdet. Ich werde auf jeden Fall probieren, das so kurz wie möglich zu machen. Vielleicht so eine Stunde, dass ihr das auch in euren Alltag reinpacken könnt, ohne da irgendwie 2 Stunden einzuplanen. So viel zum Organisatorischen. Wie gesagt, ich werde da nochmal alles auf Insta und im Community-Tab hochladen. Wir kommen zum Spieltag. Ja, bevor wir auf mein Team eingehen, möchte ich noch mal kurz in die Titi Janni Challenge gehen. Die Leute, die mich auf Insta verfolgen, werden es mitbekommen haben. Ich war lange auf Platz 1 und habe echt beliebt, muss ich ehrlich sagen. Können wir gerne hier in den Live-Tab reingehen. Habe wirklich beliebt, habe hier echt viel Glück gehabt mit meinen Spielern, muss ich auch fairerweise gestehen. Ich hatte noch knapp 10 Millionen über und habe dann noch Christian Günther aufgestellt, der einfach 266 Punkte gemacht hat und somit mein bester Punkter war. Als Freiburg noch 1-0 geführt hat, war ich somit auch auf Platz 1. Ja, und dann gucke ich 10 Minuten nicht aufs Handy. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen und sehe dann, dass Lina einen Kopf. Hier Props erstmal an den. Wenn du Teil der Community bist, dann schreib es uns gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Er hatte dann noch Grifo, Lienhardt und Günther und das Lienhardt-Tor hat mich dann leider genockoutet, wenn man es so nennen kann. Ja, war natürlich super ärgerlich, ohne das Lienhardt-Tor wäre ich dann auf Platz 1 gewesen. Deswegen, also wäre ich eigentlich froh gewesen, wenn Freiburg das Ding mit 1-0 gewonnen hätte und nicht mit 2-0. Aber wie gesagt, hätte, wenn und aber, Konjunktiv, kann man sich im Nachhinein immer drüber aufregen. Mache ich aber nicht. Bin jetzt, glaube ich, 20 Punkte hinter ihm. 24 Punkte sogar, das wird auch mit Korrekturen leider nicht mehr möglich sein einzuholen, da bin ich ehrlich zu mir selber, von daher habe ich das Ding abgeschenkt und bin dann leider nicht Erster bei der Titi Janni Challenge geworden, ist natürlich super ärgerlich. Matchday Challenge lief gar nicht gut, da brauche ich nicht drauf einzugehen, da hatte ich ein paar kolossale Fehler gemacht hier mit Patrick Schick, wobei eigentlich ist gar nicht so verkehrt aufgestellt, aber es reicht halt nicht, man muss meistens schon über die 2000 Punkte drüber gehen, um dann im Matchday Challenge was mitzusprechen zu haben. Wir kommen zu meinem Team in der Main Liga. Und als ich das Video zum ersten aufgenommen hatte, habe ich die Sonntagsspiele exkludiert. Ich wollte das Video auch eigentlich anders anfangen, fällt mir gerade ein. Deswegen holen wir das noch nach. Deovasio Sefolk. Geil, Junge, geil, geil, geil. Gehen wir auch später in den Learnings drauf ein. Aber das hat mich so sehr gefreut. Wie gesagt, ich habe dieses Wochenende sehr, sehr wenig, beziehungsweise ich habe gar keine Bundesliga verfolgen können. Es ist das allererste Wochenende seit der YouTube-Laufbahn, nenne ich es jetzt mal, wo ich ein Wochenende komplett ohne Spiele verbringen musste. Ich war leider privat unterwegs und jetzt am Sonntag war ich leider auch noch unterwegs. Das heißt, ich habe wirklich gar nichts mitbekommen von der Bundesliga. Ich habe mir natürlich gestern dann noch wirklich sehr, sehr lange explizite Highlights angeguckt, also die klassischen 20-30 Minuten Highlights, die es auf gewissen Webseiten gibt, die ich jetzt nicht nennen kann. Habe ich mir nochmal reingezogen, da ich halt einen großen Überblick ganz qualitativ wie sonst, denn ich konnte kein einziges Spiel sehen. Normalerweise schaue ich mir ja wenigstens die Hälfte der Spiele live an und alle anderen dann nochmal in den Extended Highlights. Diese Woche musste das ein bisschen kürzer fallen.
Egal, wir gehen auf mein Team ein, Patrick Schick und Amiri. Ja, wie gesagt, ich wollte über die Spiele natürlich am Ende reden, ne, aber was die Leverkusen da aktuell machen, ist einfach nur wahnsinnig enttäuschend. Ich werde am Ende auch mal einen kleinen Fokus drauf legen, ob ihr die Leverkusener trotzdem behalten solltet oder eben nicht. Roussillon, Baku. Ja, Roussillon hat mich sehr enttäuscht, weil er wirklich keine einzige Minute gespielt hat. Baku als schlechtester nomineller Startelfpunkter der Wolfsburger mit 62 Punkten auch extrem enttäuschend. Also normalerweise erwartet man ja beim Sieg fast schon die 100 Punkte. Da sind 62 Punkte halt auch relativ enttäuschend. Renault, hätte er sich nicht das Eigentor da reingekloppt, wären es halt auch 100 Rohpunkte gewesen, womit ich hundertprozentig zufrieden gewesen wäre. Hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, Renault macht 20 Punkte, wäre ich damit auch zufrieden gewesen. Aber einfach durch die Art und Weise, dass Player dann auch noch einen Assist bekommen hätte, ist einfach super ärgerlich. Also, ja, egal, anderes Thema. 20 Punkte ist ja dann, wie gesagt, ich wäre damit zufrieden gewesen, wenn es nicht das Eigentor gegeben hätte. Von daher alles top. Mafropanos 65 Punkte gegen Bayern ist sehr, sehr solide. Also 65 Punkte bei einer 0-4-Niederlage, da darf man auch nicht meckern an Thorgan Hazard. Da erwarte ich einfach mehr. Ich meine, klar, es ist jetzt auch nicht, Dortmund hat das Ding jetzt nicht 5-0 gewonnen, aber bei einem 2-2 als Dortmunder Offensivspieler erwarte ich da einfach mindestens 100 Punkte. Das darf man auch, glaube ich, von einem Flügelspieler von der Qualität von Thorgan Hazard erwarten. Er ist zwar relativ viel im Spielaufbau mit drin, aber ihm fehlt es halt einfach an diesen letzten Einzelaktionen, so Big Chance Created oder dass er mal 3-4 Mal auf die Kiste haut. Das kommt einfach selten vor. Er spielt super viele Pässe, bietet sich top an, aber dieses letzte Endprodukt, das fehlt aber einfach, um ihn zu einem richtig krassen Kickbase-Punkter zu machen. Natürlich ist ohne Torbeteiligung sind 73 Punkte nicht verkehrt, aber da geht halt einfach mehr. Da erwartet man einfach als Dortmund-Offensivmann mehr. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn Rafa und Sancho endlich wieder zurück sind. Sancho fällt ja bis Mitte April aus. Das ist das, was ich gesagt habe. So, viele haben jetzt darauf gepokert, dass er in 2 Wochen wieder da ist, aber das war ja eigentlich schon abzusehen. Also, wenn Dortmund da keine klare, ich sag mal, Ausfallzeit gibt, dann habe ich ja direkt gesagt, sucht euch einen Ersatz, es lohnt sich einfach im Saisonendspurt. Wer weiß, wie er zurückkommt, so wenn er Mitte April zurück ins Mannschaftstraining einsteigt und vielleicht Ende April das erste 90-Minuten-Spiel macht, dann sind wir schon fast am Ende der Saison. Deswegen, wenn ihr das Geld nicht habt, würde ich immer noch dazu raten, Sancho abzugeben. Das ist immer noch mein Rat, das habe ich von Anfang an gesagt. Anderes Thema, die beiden Gladbacher gegen Schalke sind sehr solide Punkte. Da darf man sich auch nicht beschweren, aber man hätte natürlich ein bisschen mehr erwarten können. Gerade bei Player hat er auch ein, zwei Aktionen, wobei mir Player wirklich dieses Jahr einfach gar nicht gefällt. Außer in der Champions League, da dreht er immer komplett durch. In der Bundesliga, da wirkt er einfach nicht so abschlussstark, wie er sein könnte. Deswegen, das ärgert auch ein bisschen, aber ich meine, bei 154 Punkten darf man, wie gesagt, auch nicht meckern. Dani Olmo und Lewandowski, natürlich meine zwei Golden Boys da vorne drin mit 213 und 322 Punkten. Das ist natürlich nochmal eine Liga, wo es halt wirklich in die richtig hohen Bereiche reingeht. Die haben ja auch so ein bisschen den Spieltag gerettet, auch wenn es letztendlich nur zu Platz 5 gereicht hat. Also die anderen haben auch relativ gut und konstant performt, wären auch fast hier auf Platz 6 abgerutscht. Ja, der Kollege hatte hier sein ganzes Team gefühlt verkauft und die hier drei vorne kennt ihr ja mittlerweile, die spielen immer um Platz 1 mit. Er hat halt relativ viel Glück mit Kruse, Sabitzer und seinen Big Boys da vorne drin. Ja, leider nur Platz 5, von daher bei uns geht es ja eigentlich eh nur darum, den Spieltag zu gewinnen. Ob ich jetzt Zweiter oder Fünfter bin, macht dann in meinem Fall keinen großen Unterschied. Grüße an den Kollegen, ich habe leider deinen Namen vergessen, der gesagt hat, ich soll öfter meine Gesamtpunkte zeigen. In dem Fall kann ich es gerne nochmal zeigen, ich stehe bei 31.800. 100, immer noch 3.300 Punkte Abstand auf Platz 2. Von daher, mein Kissen ist groß genug, dass ich auch mal so einen Spieltag verkraften kann. Und wie ihr seht, habe ich mein Team schon so umgestellt, wie ich in den nächsten Spieltag in 2 Wochen dann reingehen werde. Also da freue ich mich extrem drauf, die Leverkusener gegen Schalke. Beide Hoffenheimer, beide Leipziger sollten wieder spielen. Kimmich sollte natürlich auch wieder zurück sein. Rafa, hoffentlich, kann ich auch nicht verstehen, warum er zur Lazio abgestellt wurde, aber ist auch nochmal ein anderes Thema. Sollte hoffentlich auch zurück sein, zusammen mit Hazard und dann meine beiden Wolfsburger. Da freue ich mich auf jeden Fall auf einiges an Punkten. Renault, muss ich mal gucken, ob ich den auch noch ersetzt bekomme. Ansonsten bin ich mit dem Team nächste Zeit dann sehr zufrieden. Sørloth war auch enttäuschend. Ich habe ihn ja gekauft während der Woche und keine einzige Minute gemacht. Ihr seht, meine Bank ist halt so krass qualitativ besetzt. Das hat halt wirklich wehgetan, dass ich so viele geile Kicker auf der Bank lassen musste. Bei Sancho war es natürlich abzusehen. Kimmich, Rafa, Sørloth, Mukiele, alle nicht in der Startformation gestanden oder geschweige denn gespielt.
Da sitzt halt wirklich extrem viel Qualität auf der Bank, die mir dann hier verloren geht. Aber das sollte in den nächsten Wochen dann wieder zurück in mein Team einkehren. Das war es dann so weit mit meinem Team. Pläne, Käufe und so weiter werdet ihr dann in den nächsten Videos sehen. Ich habe überlegt, vielleicht Ende der Woche nochmal ein kleines Update in meiner Liga zu machen, vielleicht die Teams meiner Mitmanager zu bewerten. Und könnt mir gerne Feedback in den Kommentaren geben, ob ihr da Bock drauf hättet. Dann geht generell noch, wenn ihr Videowünsche für die Länderspielpause habt, da bin ich immer relativ offen, da höre ich immer ganz gerne auch darauf, was ihr haben wollt, dann schreibt auch das mir in die Kommentare. Ich werde auch noch morgen oder übermorgen eine Box auf Insta machen, wo ihr auch noch mal ein paar Wünsche äußern könnt, was ihr gerne in der Länderspielpause sehen wollt. So viel dazu, Jungs, so viel zu meinem Team, so viel zum Spieltag, so viel zum Organisatorischen. Wir gehen rein in die Matchups. Los starten geht's. rein mit dem Freitagabendspiel Bielefeld gegen Leipzig. Habe ich auch deutlich mehr erwartet. So, also ich dachte, die Leipziger, also es war natürlich klar, dass die Bielefelder defensiv gut stehen werden und ihnen auch das Spiel schwer machen werden. Aber normalerweise sind die Leipziger extrem gut darin, solche Mannschaften dann trotzdem aus dem Stadion zu schießen. So aus dem Nichts dann mal zwei, drei Tore direkt hintereinander zu machen und das Ding dann konstant nach hinten durchzuspielen. Man muss auch fairerweise sagen, die Bielefelder aktuell in guter Form und die Leipziger haben das auch defensiv sehr solide gemacht. Haben ja eigentlich gar nichts zugelassen. Von daher auch Props an die Bielefelder an der Stelle. Leipziger, da hätte natürlich auch mehr Tore fallen können, aber letztendlich geht, glaube ich, das 1:0 vollkommen in Ordnung. Wer extrem herausgestochen ist, ist natürlich Willi Orban mit 235 Rohpunkten ohne Torbeteiligung. Freunde, ich habe selten einen Innenverteidiger so krass punkten gesehen. Das letzte, wo ich mich daran erinnern kann, war ein Dicker gegen Schalke. Und Schalke ist ja nochmal ein ganz anderes Pflaster als jetzt Bielefeld. Von daher Willi Orban mit einer Überperformance. Da gehen auch nochmal ja, ein dickes F an alle raus, wo ich gesagt habe, sie sollen ihn verkaufen. Ich stehe da immer noch dahinter, das muss ich unbedingt erläutern. Es geht einfach bei Willi Orban darum, er hat einfach eine große Rotationsgefahr. Und auch wenn er aktuell wahrscheinlich sogar der formstärkste Innenverteidiger der Leipziger ist, weiß ich einfach nicht, ob er konstant in der Startformation steht. Deswegen rate ich immer relativ eindeutig davon ab, einen Orban zu kaufen und würde da auch immer noch von abraten. Ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, auch wenn er jetzt so eine absolute Überperformance geliefert hat. Forsberg, auch nochmal nur zur Erläuterung, warum viele Leute verstehen nicht, warum ich immer sage, Forsberg ist nicht gut für Kickbase oder er lohnt sich einfach nicht, außer natürlich in den Spielen, wo er komplett durchdreht. Forsberg hatte, glaube ich, drei, vier gute Spiele dieses Jahr, wo er über 200 Punkte gemacht hat. Ansonsten ist das immer so ein wirklich schwacher Punktebereich, weil er auch meistens keine 90 Minuten macht, oftmals auch nicht in der Startformation steht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt 10 Startelf-Einsätze hat, vielleicht 12 so um den Dreh. Keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig. Es geht einfach darum, um zu verstehen, warum ich Forsberg nicht für Kickbase attraktiv finde. Er hat jetzt im Sturm gespielt, wo man normalerweise denkt, als Stürmer gegen Bielefeld, da musste er komplett durchdrehen. Und mit 78 Punkten endet er halt wirklich nicht stark. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man halt merkt, dass Forsberg nicht prädestiniert für die Kickbase-Punkte ist, weil er halt eher ja, ich sag mal, die dreckigen Aktionen macht und halt viele Aktionen macht, was Raumdenken angeht, was in Kickbase oder halt in dem Manager-Spiel jetzt in dem Fall nicht belohnt wird. Deswegen Forsberg nicht allzu attraktiv für Kickbase und kann ich euch immer noch nicht zu raten. Ortega ist für mich ein Top 5 Torwart der Bundesliga. Also, was der da dieses Jahr abfeuert, das ist ja nicht mehr normal. Auch in dem Spiel wieder oder im letzten Spiel gegen Leverkusen, diese Parade gegen Demiral Gray, das ist ja wirklich verrückt. Und ich hoffe einfach nur so sehr, dass er nicht zu Bayern geht und sich als zweiter Torwart auf die Bank setzt. Ich hoffe so sehr, dass er zu einem wirklich guten, also no front an die Bielefelder, ja, da ist es schon wieder, dass es zu einem wirklich guten Bundesliga-Verein geht oder vielleicht sogar die Liga wechselt, weil der Junge hat es auf jeden Fall verdient, die Nummer 1 in einem Verein zu sein und sollte sich nicht als Bankdrücker hinter einen Manuel Neuer setzen. Das wäre für mich komplett irrational. Ortega, richtig geiler Mann. Weiter geht's mit Frankfurt gegen Union Berlin und ich habe einfach mal geschrieben, what the fuck, weil ich dieses Spiel gesehen habe, beziehungsweise ich habe es ja nicht gesehen, ich habe nur den Ticker verfolgt und ich habe ja ein 1:1 getippt und gefühlt in der ersten Halbzeit sind ja bereits 6 Tore gefallen. Da dachte ich auch nur so, perfekt prognostiziert, sehr, sehr geile Prediction, Tobi, an der Stelle. Nee, hat wahrscheinlich keiner erwartet, dass das Spiel hier so heftig High Scoring ausgeht. Die Union ja eigentlich dafür bekannt, wirklich eine konstant gute, kompakte Defensive zu stellen und in dem Spiel sich 5 Dinger zu fangen. Man muss natürlich auch gestehen, Kostic Silva natürlich absolut on fire, auch in dem Spiel wieder. Da muss ich mich auf jeden Fall schlecht einordnen. Da war meine Prediction auf jeden Fall falsch. Ich habe sehr, sehr vielen geraten, Kostic oder sogar Andreas Silva in dem Spiel draußen zu lassen, weil ich einfach dachte, dass die Unioner das defensiv gut kompakt verteidigt bekommen, dass die Frankfurter hier maximal, wie gesagt, ein Tor machen. Und selbst wenn das
von Kostic vorgelegt worden wäre. Die Chance stand da so gering, dass ich einfach dachte, es lohnt sich nicht, Kostic aufzustellen. Wobei ich auch sagen muss, die Leute, die mir es vorgeschlagen hatten, hatten wirklich auch krasse, gute, alte, andere Alternativen. Zum Beispiel auch viele Dortmunder, was jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und da Hut, Can und so weiter, kann ich mich dran erinnern. Naja, kann man auf jeden Fall im Nachhinein immer schlauer sein und schlau sagen. Für mich natürlich ein unfassbar weirdes Spiel. Normalerweise, wie gesagt, die Unioner kommen aus einer extrem kompakten Defensive, dann noch gespiegelte Formation. Ich dachte halt wirklich, dass hier nicht viele Tore fallen. Und dann 6 Tore in der ersten Hälfte, einfach nur verrückt. Generell zu Kostic und Silva, also wirklich, das ist ja absolut krank, was die dieses Jahr abreißen. Das ist ja komplett irre. Also jedes Spiel liefern die bis zum geht nicht mehr, egal wie der Gegner heißt. Und normalerweise hat man es ja nur so, dass man bei Bayern, Dortmund und Leipzig sagt, egal gegen wen die spielen, ich stelle meine Spieler auf. Oder eigentlich fast nur bei Bayern. Mittlerweile kann man wirklich als Silva- und Kostic-Besitzer sagen, egal gegen wen die spielen, man muss die aufstellen. Ich denke, das ist dann die Regel, die ich jetzt auch für mich gelernt habe. Wie gesagt, ich lerne ja auch noch, ich bin nicht perfekt. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, die jetzt ab sofort immer aufzustellen. Kruus und Andrich. Andrich mit dem kuriosesten Eigentor, das ich seit langem gesehen habe. Das passt einfach so perfekt in dieses Spiel rein. Ja, für die, die es nicht gesehen haben, er läuft so nach unten. Man denkt so, okay, alles top. Ich habe es ja, wie gesagt, auch nur in den Highlights gesehen. Ich dachte so, warum zeigen sie ihm bitte einen Rückpass in den Highlights? Und dann spielt er einen festen Ball in den langen Eck quasi, so ein Flachpass. Lute rutscht dazu noch aus und das Ding kullert einfach rein. Das passt dann wirklich zu dem Unioner Defensivverhalten in diesem Spiel. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, die Frankfurter mit einem extrem geilen Offensivverhalten auf der anderen Seite. Kruse, Big Game Player, 2 Tore gemacht, hätte ich auch nicht erwartet. Ich glaube, Kruse kristallisiert sich immer mehr raus, dass der wirklich gar keine Einlaufzeit braucht an seiner Verletzung. Der liefert und liefert und liefert und sollte dann auch in den nächsten Wochen, wenn die Gegner noch ein bisschen härter werden, immer noch eine geile Option sein. Weiter geht's wie eben angesprochen mit Bayern gegen Stuttgart. Und Stuttgart bleibt hier leider ohne Chance. Die Bayern-Formschwankungen, habe ich es jetzt einfach mal genannt, sind halt einfach zu stark. Also das Spektrum bei Bayern ist halt einfach zwischen, okay, wir spielen 3-3 daheim gegen Bielefeld, wir schlachten einfach mal Stuttgart in Unterzahl 4-0 und spielen wirklich einen Fußball wie letztes Jahr in der Prime Champions League Phase. Unstoppbar, vor allem das eine Tor von, ich glaube, Gnabry war es, wovon Müller der Steckpass kam, Sané legt quer und Gnabry tritt das Ding ja nur noch rein. Ja, gerade das Tor war ja wirklich so unfassbar gut rausgespielt und generell die Stuttgarter hatten wirklich überhaupt keine Chance. Dann noch dazu natürlich die super ärgerliche Verletzung von Silas Wamangituka. Also gehen auf jeden Fall gute Besserungswünsche draus, raus. Ist natürlich ärgerlich. Einer der interessantesten Spieler dieses Jahr, wirklich eine geile Saison gespielt und jetzt verletzt er sich so arg mit einem Kreuzbandriss. Natürlich immer eine schwierige Sache, aber wie gesagt, gute Besserungswünsche gehen raus. Hoffentlich wird er relativ schnell wieder fit, aber für dieses Jahr ist er natürlich nicht mehr relevant. Ne? Also hoffen wir mal, dass er zur nächsten Saison dann wieder für Stuttgart auflaufen kann. Jetzt, also soll gar nicht so doof klingen, aber ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt für die Stuttgarter, weil vielleicht haben sie ihn dann ja ein Jahr noch länger, anstelle dass sie ihn im Sommer hätten verkaufen müssen. Bayern-Spieler, die ich noch ansprechen will, Süle, ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, das wissen wahrscheinlich viele, aber für die, die es nicht auf dem Schirm haben, Boateng sah die 5. gelbe Karte, somit wird Süle gegen Leipzig auf jeden Fall in der Startformation stehen, falls er bei euch in der Pause auf den Markt kommen wird. Sané und Coman-Debatte wird auf jeden Fall immer hitziger, also Sané gibt immer mehr Vollgas, gerade mit seinen offensiven Teilaktionen da, ja, Coman da die Nase vorn zu sein, das ist wirklich verrückt, was Sané aktuell liefert. Und ich glaube, da ist so ein kleiner Formwandel im Stand. Ich habe ja auch die ganze Zeit gesagt, Coman Gnabry für mich die gesetzte Wahl bei Bayern. Aber es wird jetzt auf jeden Fall eng. Also als Coman und Sané-Besitzer würde ich wahrscheinlich sogar bei beiden sagen oder bei beiden zu einem Verkauf raten. Weil ich dann einfach nicht denke, dass da wirklich sich einer ganz, ganz klar durchgesetzt hat. Sané ist halt eher in den Spielen wichtig, wenn halt viele Offensivaktionen gebraucht sind. Coman, wenn man wirklich auch ein bisschen gegen den Ball ackern muss. Deswegen glaube ich, dass die beiden sich sehr gut abwechseln werden. Da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal öfter drüber reden. Weiter geht's mit Köln gegen Borussia Dortmund und Köln eiskalt, während die Dortmunder Dominanz weiterhin fehlt. Die Kölner mit einem super rausgespielten 2. Tor ergaunern sich hier keinen Punkt, weil es war eigentlich höchst verdient, dass die Kölner hier was mitgenommen haben. Bei den Dortmundern fehlt mir einfach diese letzte Dominanz, dieser letzte Wille, den meiner Meinung nach fast nur Ansgar Knauf in diesem Spiel hatte. Also bei dem 2:2, das er da vorlegt, legt den Ball da an Katterbach vorbei, traut sich einfach, hat Bock, dieses Ding da vorzulegen. Und das fehlt mir einfach bei den Dortmundern, dieser Wille, dieser Einsatz, der normalerweise so ein bisschen von Sancho und Rafa geprägt wird, der fehlt einfach so enorm. Ich meine, dass Dortmund einen qualitativen Kader hat, das wissen wir alle.
Aber die Spieler kriegen es irgendwie, wie gesagt, einfach nicht mental auf dem Platz, wirklich diese Leistung zu liefern. Und dieser Punkt tut natürlich extrem weh im Platz um die oder im Kampf um die Champions League Plätze. Frankfurt jetzt auch wieder mit 3 oder 4 Punkten vorne. Das ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn die Frankfurter weiterhin diese Form halten, dann wird es für die Dortmunder wirklich schwer, dieses Jahr die Champions League zu erreichen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, dass die Dortmunder da schnellstmöglich wieder in Fahrt kommen. Chan als Punktehämmer, nur kleiner Aspekt am Rande. Wer das Spiel verfolgt hat, hat halt gesehen, dass Chan da das ein oder andere Mal einen Diago nach vorne geschlagen hat. Und wenn Akanji neben Hummels spielt, dann könnt ihr euch diese Punkte wieder bei Hummels ausrechnen. Also falls die Leute jetzt gerade denken, warum Hummels so ein, ja, Formtief kann man es jetzt nicht nennen mit 98 Rohpunkten, aber diese letzten Punkte einfach fehlen, weil Chan auch gerne mal diese Diago-Bälle übernimmt. Deswegen Chan als kleiner Punktehämmer für Hummels, sollte sich aber wieder ändern, wenn Akanji nach der LSP wieder zurück im Dortmunder oder sogar in der Dortmunder Startelf sein wird. Da gehe ich relativ stark von aus. Dann noch Angsgar Knauf, sage ich auch in meinen Predictions morgen, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, vergessen zu sagen. Unbedingt eine Kaufempfehlung über die LSP. Kostet 500.000, wird komplett durch die Decke gehen. Es ist immer so bei Bayern, Dortmund und Leipzig-Spielern, wenn dann ein günstiger Spieler draufkommt oder generell bei fast allen anderen Vereinen, eine gute Performance abliefert, dann gehen die immer komplett durch die Decke. Und jetzt lohnt es sich halt umso mehr, weil jetzt noch Länderspielpause ist. Ihr habt 2 Wochen Zeit, den Marktwert zu genießen. Der wird mindestens auf seine 2-3 Millionen steigen. Und dementsprechend für mich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung über die Länderspielpause. Werder Bremen gegen Wolfsburg, ja, zu dem Spiel brauchte ich jetzt eigentlich auch nicht so viel zu analysieren. Es war für mich ein Spiel, wie ich es erwartet habe. Ich habe ja gesagt, das Ding geht eigentlich 2-0 für die Wolfsburger aus, aber die Bremer sind auf jeden Fall in der Lage, auch ein Tor zu machen, dass es 2-1 ausgeht, und genauso ist es eigentlich auch gekommen. Spielertechnisch gab es jetzt keinen wirklich großen Spieler, den ich da rausheben möchte. Grüße auf jeden Fall an Hannes mit Kevin King Möwald oder King Kevin Möwald, der hier wieder im Spiel trifft. Also der Junge von der 6 gibt da echt Vollgas, sein Torkonto zu pflegen. Auf der Wolfsburger Seite gab es jetzt für mich, wie gesagt, nichts, was wirklich rausgestochen ist. Roussillon habe ich angesprochen, weil es sehr enttäuschend war. Baku auch sehr enttäuschend gepunktet, und Weghorst liefert einfach weiterhin. Er gibt wirklich jede Woche Vollgas, und ich habe den wirklich am Anfang der Saison ganz, ganz falsch eingeordnet. Ich habe ja wirklich die ganze Zeit gesagt, dass Weghorst keine Kaufempfehlung ist, und er hat es mir Spiel für Spiel immer wieder bewiesen, dass er doch eine ist. Er liefert wirklich konstant, trifft konstant, muss man auf jeden Fall auch nochmal positiv rausheben, dass der wirklich so eine geile Form halten kann. Dann noch zum Samstagabendspiel Schalke gegen Gladbach. Davon habe ich tatsächlich ein bisschen gesehen, nicht allzu viel. Ich glaube nur 30, 40 Minuten der zweiten Hälfte habe ich da schon noch mitbekommen. 0-3 geht das Ding aus, ein klarer, dominanter Sieg. Auch hier wüsste ich jetzt nicht großartig, was ich dazu sagen soll. Ich werde jetzt nicht auf den Schalkern rumbashen, außer kurz bei dem Eckenverhalten, weil das ist wirklich, das ist ja Kreisliga-esk. Da gibt es ja wirklich Kreisliga-Mannschaften, die das besser verteidigen. Das ist furchtbar. Bei dem ersten oder bei dem Leiner-Tor, die Absprache zwischen Becker und, ich glaube, Cananoglu war es am ersten Pfosten, das ist ja wirklich einfach nur katastrophal. Also entweder muss Becker da wirklich in den Zweikampf reingehen. Meiner Meinung nach hätte sogar Cananoglu den Schritt zurückgehen müssen, das Ding rausköpfen müssen, weil der Ball war weder fest, weder sonderlich präzise, der war einfach ganz normal auf den ersten Pfosten geschlagen. Da hätte jeder andere Verteidiger, der da gestanden hätte, das Ding rausgeköpft. Man kann es natürlich auch auf sein Alter legen, ich meine, er ist jetzt immer noch nicht der Älteste, aber das Ding muss man einfach besser verteidigen. Und selbst wenn das nur wieder zur Ecke rausköpft, das hätte ja schon gereicht, um das Tor in dem Fall zu verhindern. Also das ist wirklich katastrophal. Die Gladbacher, ich will es jetzt auch nicht hochloben, weil es war jetzt kein Spiel, wo man sagen kann, oh wow, die Gladbacher sind back. Man muss es einfach so hart sagen, es ist halt immer noch nur Schalke, und dass sie das Ding gewinnen, das ist halt leider einfach Pflicht gewesen. So, dass das Ding 3-0 ausgeht, ist schon stark, schon dominant, aber jetzt nichts, wo man sonderlich irgendwas rausheben müsste. Wir kommen zu den Sonntagsspielen, da gibt es noch mal ein bisschen mehr zu besprechen. Wir fangen an mit Hoffenheim gegen Mainz. Mainz bockstark, perfekter Mix aus Konter und Ballbesitz. Ich meine, sie hatten, glaube ich, nur 38% Ballbesitz in dem Spiel. Aber das ist auch richtig so. Also was Bo Svensson dann in den letzten Wochen versucht hat mit einem sehr, sehr hohen Ballbesitzanteil, das ist für mich einfach nicht gut für das Mainzer Spiel angepasst. So, in dem Spiel hatten sie keine andere Wahl, weil Hoffenheim wirklich die Qualitäten hat, so einen Ball auch wirklich lange zu beherrschen und wirklich das Spiel zu dominieren und zu kontrollieren. Die Mainzer haben es einfach perfekt ausgenutzt. So, am Anfang direkt das Ding von Glatze rein und dann direkt nach dem 1-1 nochmal mit einem Tor geantwortet und dann das Ding locker zu Ende gespielt. Deswegen, da gehen dicke Props raus an Mainz. Sie spielen sich da wirklich aktuell einen absoluten Lauf, und ganz, ganz wichtig, Freunde, Mainzer spielen nach der Länderspielpause gegen Bielefeld. Bielefeld jetzt, wie gesagt,
Mainz ist jetzt nicht so krass, dass man da von einem heftigen, hohen Sieg ausgehen kann. Aber in der aktuellen Mainzer Form geht man dann, denke ich, doch nochmal von einem Sieg aus. Vielleicht nicht dominant, aber auf jeden Fall von einem Sieg. Und dementsprechend lohnen sich auf jeden Fall die Mainzer in der LSP zu kaufen. Also so Leute wie ein Glatze vor allem, der nach seinem Tor endlich sollte eigentlich wieder in der Startformation stehen. Der lohnt sich vielleicht auf jeden Fall, wenn ihr ein Stürmerproblem habt oder einen Spieler setzen müsst. Boetius weiß ich nicht, da kommt es drauf an, wie Latza und die anderen zurückkommen. Ja, muss man einfach gucken. Aber Mainzer sind auf jeden Fall relativ einsehbar, vor allem der Defensiv- und Mittelfeldbereich. Da wird auf jeden Fall noch was bei euch auf den Markt kommen und lohnt sich, wie gesagt, sehr als Lückenfüller zu kaufen. Hoffenheim mit viel Ballbesitz und wenig Ideen, das ist ja so das Muster, was wir in den letzten Wochen sehen. Hoffenheim schafft es zwar jedes Spiel, das Spiel zu kontrollieren und zu lenken, aber es fehlt dann einfach letztendlich an der Kreativität vorne drin, die normalerweise von einem André Kramaric garantiert wird. In dem Fall hat es da wieder vorne und hinten ganz, ganz klar gefehlt. Ja, was die Hoffenheimer, ich weiß nicht, ich würde meine Hoffenheimer tatsächlich abgeben, das Programm wird auch nicht leichter oder ich habe es vielleicht falsch im Kopf, ich weiß gar nicht, wie das Programm wird, aber Hoffenheimer, die spielen sich wirklich eine Kickbase-Unattraktivität aktuell rein, deswegen würde ich da auf jeden Fall Vorsicht gebieten. Glatzel habe ich schon angesprochen, würde ich auf jeden Fall kaufen, wenn er denn auf den Markt kommt und denke mal, er sollte sich jetzt gegen Schalai, wie auch immer, durchgesetzt haben. Und dann nochmal, weil es einfach schön ist, Theovasius Seyfarth. Wieder mit seinem Türchen, das muss man auch nochmal hier rausheben. Die Kanallegende hat es natürlich auch verdient, aufs Thumbnail zu kommen. Da habe ich die einzige Ausnahme der Saison gemacht, damals bei der roten Karte. Da habe ich nicht den MVP aufs Rückblick-Thumbnail gemacht. In dem Fall mache ich es wieder nicht, weil Theovasius Seyfarth ist halt einfach eine Legende, eine Ausnahme. Der hat es einfach verdient, hier vorne drauf zu sein. Ist mir vollkommen egal, ob das eine gewollte Flanke war. Das Ding war wunderschön und für mich das Tor des Jahres, 100%. Spaß beiseite. Ja, für alle, die es nicht checken, Theovasius Seyfarth ist so eine kleine Kanallegende für die Leute, die erst neu auf den Kanal gestoßen sind. Habe ich am Anfang der Saison extrem hochgehypt und mittlerweile ist er einfach so ein kleines Meme bei uns geworden, eine kleine Legende. Deswegen freut es mich immer, wenn der Junge mal performt und jetzt einfach über 250 Punkte gemacht. Da muss man das einfach nochmal positiv rausheben. Generell 3:0 gewinnt Hertha gegen Bayer Leverkusen. Also wer das getippt hat, da gehen auf jeden Fall dicke Props raus. Ich habe es auf jeden Fall nicht getippt. Kunjas Relevanz war auf jeden Fall auch nochmal in dem Spiel zu sehen. Nicht unbedingt von seinem, ja, von seiner Präsenz und so weiter her, obwohl eher von seiner Präsenz, ich meine nicht von seinem Tor-Impact, aber es geht einfach darum, wenn Kunja auf dem Platz steht, dann spielen die Berliner einfach komplett anders. Vor allem, wenn Kunja Bock hat. Das war wieder so ein Spiel, wo er einfach Motivation hatte, wo er nicht nur dumm rumgelaufen ist. Und dann merkt man einfach, dass die Berliner Offensive wirklich ein ganz, ganz anderes Spiel an den Tag legt. Deswegen, Kunja wird den Berlinern in den nächsten Wochen extrem, extrem wichtig sein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er direkt von Anfang an spielt. Ich dachte, er wird noch ein bisschen geschont. Er hat aber direkt das komplette Spiel gemacht und dementsprechend auch geil gepunktet. Oder zumindest mal bis zur 82. Minute gespielt. Ja, auf jeden Fall super Spiel von ihm und wird für die nächste Woche natürlich auch wieder relevant sein. Bei uns in der Liga muss ich mal gerade drauf gehen. Wir haben einen kleinen Kunja-Fanboy. Was heißt kleinen, riesigen Kunja-Fanboy? Ich kann mal gerade drauf gehen. Gut, jetzt ist es glaube ich schon weg. Ist auch egal. Ich muss euch kurz zeigen, der Kollege hat Kunja für, ich muss das jetzt zeigen, ich gehe mal auf ihn drauf, seinen Transfer, hat ihn gekauft für 26 Millionen. Ich habe glaube ich 23, irgendwas Millionen geboten, das war noch vor dem Leverkusen-Spiel, weil ich einfach dachte, hey geil, der Junge könnte echt performen. Dass er so performt, hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Also sehr, sehr geile Punkte direkt gemacht, direkt einen großen Impact gehabt und sollte auch für die nächsten Wochen ziemlich relevant sein. Was machen wir mit den Leverkusen dann? Ganz, ganz ehrlich, Freunde, Leverkusen spielt nächstes Mal gegen Schalke. Also wenn es eine Zeit gibt, wo ihr Leverkusener von euren Mitkonkurrenten günstig abkaufen könnt, dann muss es jetzt sein. Spielt so ein bisschen mit denen, sagt, ja, guck mal, die sind schlecht in Form. Ich gebe dir so und so viel für Würz, was weiß ich, Schick, Amiri, Demirbay, was auch immer, ist vollkommen egal. Versucht euch einfach günstig von euren Konkurrenten Bayer Leverkusen abzuluxen, weil jetzt kommt wirklich die Phase, wo sehr, sehr leichte Matchups kommen. Sie haben aktuell auch gegen Bielefeld und Hertha nicht gezeigt, dass sie es liefern können, aber jetzt kommt, wie gesagt, wirklich die Phase, wo sehr, sehr leichte Matchups kommen und dann müsst ihr auf jeden Fall auf alle Leverkusener gehen. Also wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo ihr Leverkusener günstig von euren Mitkonkurrenten abheimsen könnt, dann muss es jetzt sein. Abschließend zu dem Spiel, Vorsicht bei der Hertha, Freunde. Ich möchte jetzt nicht, dass die Herthaner wieder übergehypt werden. Es kann natürlich sein, dass jetzt ein kleiner Formumschwung vorhanden ist, aber
Leverkusen ist wirklich in einer desolaten Form aktuell und die Berliner haben eigentlich schon das ausgespielt, was sie gut können. Die Leverkusen haben ein furchtbares Spiel gemacht. Deswegen, ich würde mich jetzt nicht Hals über Kopf wie in der Hinrunde, wie ich es damals empfohlen habe, auf alle Berliner schmeißen, die auf den Markt kommen. Ich würde da immer noch bedacht kaufen und immer noch mit einberechnen, dass die Hertha eventuell nicht diese Form halten kann. Das möchte ich nochmal sagen, bevor jetzt alle, wie gesagt, Hals über Kopf sich auf alle Herthaner schmeißen. Dann kommen wir noch zum letzten Spiel, das mir, wie gesagt, leider die Tidiane-Challenge versaut hat. Super ärgerlich. Freiburg gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Augsburg back to boring. War halt genauso ein Spiel, was von Augsburg erwartet. Unkreativ, super langweilig, nichts gemacht und dementsprechend verdient mit 2-0 verloren. So viel zur Augsburger Seite, mehr braucht man da nicht so zu sagen. Sie haben ja öfter in der Saison so Spiele gehabt wie dieses. Zwei Personalien auf der Freiburger Seite, die ich noch ansprechen möchte. Demirovic würde ich tatsächlich abgeben. Aus dem einfachen Grund, Streich versucht scheinbar aktuell so ein bisschen einen anderen Ansatz zu finden, weil er die paar Niederlagen da hatte. Und warum auch immer nimmt er da Demirovic raus, für mich komplett irrational. Ich würde aber auf jeden Fall versuchen, den Jungen abzugeben. Weil selbst wenn er jetzt ab nächster Woche wieder in der Startformation steht, er macht meistens eh nur seine 60 Minuten. Ich bin zwar ein riesiger Fan von ihm und ich bin der Meinung, dass er mit Abstand der beste Stürmer im Freiburger Team ist. Ich würde aber, wenn ich einen guten Ersatz hätte, natürlich nur vielleicht gucken, dass ich ihn abgeben kann. Man wird wahrscheinlich für den Preis, den er kostet, nichts Besseres finden. Wie gesagt, nur für den Hinterkopf. Er wird mit Sicherheit mal rausrotieren, er wird nur seine 60 Minuten machen. Ich würde da echt ein bisschen aufpassen. Roland Schalay oder Salay, wurde ich ja oft korrigiert, das ist falsch ausgesprochen. Das kann es leider immer noch nicht aussprechen. Ja, sollte für die nächsten Wochen eine klare Kaufempfehlung sein. Also ich habe ja in meinen Kaufspecial letzte Woche gesagt, dass ich keinen Freiburger in der Offensive außer Grifo wirklich empfehlen kann. Demirovic habe ich damit reingenommen. Dementsprechend hat sich jetzt aber ein bisschen gewandelt. Ich denke, Roland Salay sollte in den nächsten Wochen der gesetzte Mann auf dem rechten Flügel sein und ist natürlich auch ein super Punkter, weil er deutlich mehr im Spielaufbau mit drin ist und dementsprechend gute Punkte machen sollte. So viel zu dem Spiel, wir gehen noch einmal ganz schnell zurück in Kickbase. Den Plan für die Woche werdet ihr, wie gesagt, in den nächsten Videos sehen. Käufe und so weiter werde ich dann auch noch mitteilen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, die Audioqualität passt. Ich kann es gerade leider noch gar nicht einsehen. Also wenn es sich die ganze Zeit furchtbar angehört hat, dann tut es mir leid. Ab dem nächsten Mal sollte es wieder die gewohnte Audioqualität geben. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Checkt den Uploadplan auf dem YouTube-Community-Tab oder auf Insta ab. Haut rein, bis dann, Freunde, und ciao.